Herr Stellmann, die SVP gehört klar zu den Gewinnern vom heutigen Sonntag. Zumindest bei den Parlamentswahlen schwingen sie immer noch oben aus, voraussichtlich noch mehr als bei den letzten Wahlen. Wie haben Sie das zustande gebracht? Ja, also dass wir oben ausschwingen, ist im Moment glaube ich schon klar. Wir haben zwei Sitze können zulegen. So wie es aussieht, haben wir jetzt 26 Sitze bis jetzt. Und die Auszählung ist ja noch nicht so bei Baselbiet. Also dort ist eine gute Sache. Ich glaube, wir haben in den letzten vier Jahren sehr souveräne Politik gemacht. Wir sind eingestanden für den Kanton. Mitunter natürlich als erste Partei und an stärkster Front für den Halt von Baselbiet. Sie sind jetzt Präsident nach wie vor von der stärksten Landratsfraktion, der SVP. Die Regierung ist klar bürgerlich dominiert. Was heisst das für Politik im Landrat in den nächsten vier Jahren? Ja, ich hoffe, wir können unser Kursprogramm, das jetzt aufgeschlagen worden ist, in den letzten zwei Jahren durch die neue bürgerliche Regierung so weiter fortsetzen, auch in unserer Fraktion. Ich glaube, die Mitte ist massiv geschwächt und ich glaube, durch das gibt es sehr deutlichere Entscheidungen. Wenn wir jetzt ein bisschen hochrechnen zwischen SVP und FDP, wenn wir uns einig sind, sind wir kurz am absoluten Mehr. Also wir machen uns irgendwie einpendeln zwischen 42 und 44 Stimmen im Rot. Was sind Themen, die Ihrer Sicht noch die nächste Legislatur werden bestimmen oder zumindest das nächste Jahr, also sprich das erste unter der ganz neuen Ägide vom Kanton? Ja, ganz klar die Finanzen und die Schulthematik, das wird der Schwerpunkt sein. Also die ganze Schulreform und die Kosten, die sich mitzieht und die ganze Verschuldung vom Kanton, die wird uns sehr stark beschäftigen und die werden wir sicher mit einer grösseren Konsequenz können durchsetzen. Im Vorfeld ist Baselbiet schon als Bananenrepublik betitelt worden oder zumindest in Verbindung gebracht worden. Sie heissen, die Politik sei unruhig, es müsse mehr Ruhe reinkommen. Wie sehen Sie das jetzt? Also ich glaube, es gibt eine gewisse Ruhe, auch jetzt mit gewissen Strukturierungswechseln von den Mitteparteien, die viel Wind gemacht haben und jetzt bestätigt worden sind, dass sie eben eigentlich im Volk keinen Rückhalt mehr haben. Durch das, denke ich, wird es deutlich ruhiger. Ich glaube auch, dass die SP nicht wird eine reine Oppositionskurs und eine destruktive Linie fahren. Das gehe ich schwer davon aus. Und von dort her wird es sicher wieder eine konstruktivere Legislatur als die letzte. Zum Schluss noch eins. Es ist auch angeführt worden, dass eine Fusionsdebatte könnte Einfluss haben auf das Ergebnis von diesen Wahlen. Glauben Sie an das oder haben Sie das Gefühl, das hat keine Rolle gespielt? Also ich glaube, das hat sicher eine Rolle gespielt, dass man wieder mehr zurückgedacht hat und unser Kanton auch wieder mal wieder wertgeschätzt hat. Ich bin überzeugt, dass das sogar eine Rolle gespielt hat, wenn man es unter Baselbiet anschaut, wo doch starke Linkshochburgen gewesen sind, wo die SP massiv Sitz verloren hat. Es hat mich auch sehr erstaunt, dass die SP gar keinen Regierungsratssitz mehr hat. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie knapp einen reinbringen.